Spieglein, Spieglein an der Wand, wer baut die schönsten Anlagen im Land? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Carex, Reisemobiltechniker aus Castrop-Rauxel. Ja, wer baut die schönsten Anlagen im Land? Das müsst ihr einfach für euch bewerten und auch ja, mal abwägen. Wir haben hier wieder ein Projekt fertiggestellt, wo wir auch sehr, sehr stolz drauf sind. Ein recht großes Fahrzeug, und zwar ein Morelo Pelles 88 LB. Der Kunde hat uns auch wirklich alle Freiheiten und Möglichkeiten gelassen, uns hier, ich sag mal, frei zu entfalten. Das ist auch immer ganz wichtig. Und wir haben hier etwas ganz, ganz Tolles gebaut, und das wollen wir euch heute zeigen. Wir befinden uns also jetzt hier in der Heckgarage von dem Morelo Pelles und schwenken einmal rüber auf das neue Elektrofach. Ich kann das hier auch über diesen Schalter beleuchten. Allerdings haben wir gemerkt bei den ersten Videoaufzeichnungen, die wir gemacht haben, dass das bei dem Video nicht so schön rüberkommt. Es ist einfach zu hell. Aber in Natura, wenn jetzt die Kamera aus ist und man guckt da so mit dem normalen Augenlicht drauf, sage ich mal, ist es eigentlich vom Licht her vollkommen in Ordnung. Ja, was haben wir hier gemacht? Wir lassen das Licht mal aus. Dann blendet das nicht so. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier natürlich unsere bewährten Distributoren gesetzt, die beiden hier. Da haben wir also hier insgesamt 8 Anschlussmöglichkeiten. Da liegen die Solarregler drauf, da liegt der Backboost drauf, da liegt die gesamte Elektroversorgung drauf, da liegt mein Wechselrichter drauf und auch alles Übrige liegt hier also hier drauf. Hier sind einzelne Sicherungen zwischengeschaltet. Hier habe ich die Möglichkeit, auch meine Sicherung abzurufen. Das heißt, sobald ich hier drin in den Distributoren eine Sicherung defekt haben sollte, leuchtet halt in diesem Bereich dann auch eine rote Kontrollleuchte, dass ich von außen sofort sehen kann, dass da eine Kontrollleuchte bzw. eine Sicherung defekt ist. Des Weiteren habe ich die gleiche Möglichkeit, auch über das Cerbo online weltweit abzufragen, wie hier der Sicherungsstand ist, ob die alle in Ordnung sind oder nicht, das sehe ich auch. Das alles wird weitergeführt hier zum Linksschand. Das ist im Prinzip meine große Messeinheit, worüber ich ganz genau sehen kann, was gerade in die Batterie rein oder raus geht. Eine Position weiter befindet sich hier der IP22. Das ist ein dezentes Ladegerät, welches über Landstrom dann jetzt in diesem Fall die Starterbatterie lädt. Das kann ich also auch bis 30 Ampere hoch und runter spulen. Das Ganze kann mehrere Ladekännchen einstellen, je nachdem, welche Batterie hier verbaut ist. Daneben befindet sich ein Backboost. Das ist also mein Ladebooster. Hier unten haben wir einen weiteren Schand gesetzt. Der ist für die Überwachung der Starterbatterie da, dass ich da auch immer eben halt kontrollieren kann und sehen kann, was macht gerade meine Starterbatterie. Auch das ist hier auf dem Cerbo mit aufgelegt. Dann habe ich hier meinen Solarkreis 1. Mein Solarkreis 2 und Solarkreis 3. Der Solarkreis 1 ist bei dem Fahrzeug so, dass da von Werk aus schon 2 Platten verbaut waren mit, ich glaube, 150 Watt Peak. Und die Platten sind auch noch ganz in Ordnung, zeige ich aber gleich oben auf dem Dach nochmal. Deshalb haben wir den Solarregler getauscht und hier auf diesen Solarregler mit aufgelegt. Das ist ein neuer Kreis, den wir oben mit aufgebaut haben, und das ist ein weiterer Kreis. Also insgesamt habe ich jetzt hier 3 Kreise, die ich dann zentral hier auf mein Cerbo mit aufgelegt habe, der die ganze Sache von hier aus auch komplett überwacht, mir sowohl online auf meinem Smartphone oder auch uns auf unserem Tablet, auf unserem Computer zur Verfügung stellt. Und darüber habe ich dann hier nochmal einen GPS-Sender, wo ich dann auch nochmal überwachen kann, auch wieder über das Cerbo-Portal, wo mein Fahrzeug gerade steht, ob es sich bewegt oder nicht und so weiter. Ja, das im Prinzip hier hinten zu dem Fach. Genau, hier vorne haben wir noch einen Ruvi-Temperatursensor. Damit kann ich hier die Temperatur hinten im Elektronikfach überwachen und auch das im Prinzip auf dem Cerbo-Display darstellen, beziehungsweise kann es auch von überall her einsehen. Jetzt, wo wir gerade in der Heckgarage sind, hier oben habe ich dann noch mein Multiplus 2 3000. Das ist also die neueste Generation von Victron. Der macht also 3000 Volt Ampere, das entspricht 2400 Watt. Hat eine Ladeleistung von 120 Ampere. Die haben wir auch hier voll ausgeschöpft, weil wir hinter diesem Batteriefach nochmal 3 Lithium-Batterien verbaut haben mit je 310 Amperestunden. Und dann brauche ich auch die 120 Amperestunden zum Laden, weil dann bin ich ungefähr auf, ja, wir das ungefähr, also 40 Ampere pro Batterie kann ich in einer Stunde pro Batterie nachladen. Deshalb haben wir den jetzt auch an seiner Leistungsgrenze im Prinzip bis 120 Ampere hochgedreht. Dann geht es weiter. Hier vorne haben wir ein UVC-Gerät eingebaut. Das ist von der Firma Aquatec. Desinfiziert das Wasser. Der ist also, der kann 99,9% aller Bakterien und Keime kann der im Prinzip eliminieren
Und somit macht er das, mein Wasser eben halt sauber und genießbar. Hier unten die Anschlüsse sind gerade noch lose in dem Bereich und hier oben in dem Bereich auch. Das liegt daran, dass das Fahrzeug hinten Heckgarage noch eine kleine Waschmaschine bekommt. Die steht auch schon hier. Ist eine kleine AEG, eine 3-Kilo-Waschmaschine, die habe ich also auch. Das ist eine Single-Waschmaschine, eigentlich eine Haushaltsmaschine. Und ja, die ist eigentlich top, ne? Der Größe und dem Gewicht nach eigentlich eine super, super Maschine. Die wird hier hinten noch eingebaut, deshalb sind die Anschlüsse da auch noch nicht belegt. So, das haben wir auch. Dann gehen wir einmal rüber. Dann kann ich euch einmal hier die Komponenten zeigen, die wir hier vorher im Fahrzeug verbaut waren. Da war also dieser Dometic-Wechselrichter verbaut. Ja, für dieses Fahrzeug, sage ich mal, viel zu klein dimensioniert, kann man nicht viel drüber betreiben, ist klar. Und dafür auch die Bedieneinheit, die war also vorne auch in meinem Board mit drin. Und dann habe ich hier noch ein externes weiteres Ladegerät. All diese Komponenten, die ich jetzt hier sehe, die natürlich nicht, aber die beiden sind jetzt in den MultiPlus komplett integriert. Dann habe ich ja den Solarregler gerade angesprochen, den haben wir getauscht. Da war also ein Büttner Solarregler drin, der ist rausgekommen. Dafür ist jetzt ein Victron Solarregler drin, den ich ja auch dann über das Servo mit überwachen kann. Und ich habe hier noch eine externe Anzeige für die Solaranlage. Brauche ich auch nicht mehr, habe ich jetzt alles in der Anlage integriert. Ja, ich kann von hier aus auch noch mal kurz, könnt gar nicht oft genug das Licht ein- und ausschalten, so schön finde ich die Anlage. Ist also wirklich top gelungen und funktioniert alles jetzt nach der ersten Testphase wirklich hervorragend. Wir haben auch eine zusätzliche Dachklimaanlage, die also bei dem Fahrzeug nicht vorhanden war, haben wir noch auf das Fahrzeug aufgebaut. Die Klimaanlage und auch die Waschmaschine sind so geschaltet, dass ich die auch komplett autark über meinen großen Batteriepack, nämlich 930 Amperestunden, betreiben kann. Und oben in Verbindung mit der Solaranlage, wenn ich da ausreichend Sonne habe, kann ich das im Prinzip auch komplett tagelang autark so betreiben. Ne? Weil es ist auch mal ganz wichtig, dass wenn ich nicht nur eine große Batteriekapazität habe, sondern ich muss auch dafür sorgen, dass eben halt immer wieder auch mal aufgeladen werden kann. So, das hierzu, dann gehen wir einmal mal die Leiter hoch. Da kann ich euch oben auf dem Dach die Anlage zeigen, die wir da verbaut haben. Und zwar hatte das Fahrzeug ja bereits ab Werk zwei Platten mit je 150 Watt Peak ab Werk. Die befinden sich ganz hinten. Die haben wir einmal gemessen. Die sind eigentlich noch ganz in Ordnung. Haben wir auch gelassen. Haben wir, wie gesagt, nur den Regler getauscht. Dann war es für uns hier die Aufgabe, auf diesem Dach ja, eine Anlage zu bauen, so groß wie möglich und auch so robust wie möglich. Das haben wir halt in der Form realisiert, dass wir hinten angefangen 1, 2, 3, 4 mal 110 Watt Peak hier aufs Dach gepackt haben. Einen weiteren Kreis und der letzte Kreis hier, das ist dann nochmal 2 mal 160 Watt Peak. Und somit sind wir hier in Summe auf fast 1,1 kW Gesamtleistung aufgeteilt auf drei Kreise. Wir haben hier vorne in dem Bereich ein Max-Fan gesetzt, das sitzt also direkt über dem Hubbett. Und hier vorne über der Küche ist also auch noch mal ein Max-Fan. Damit ist es eigentlich ein optimaler Windfluss, sage ich mal, oder ja, Frischluftfluss im Fahrzeug gewährleistet. Ich kann hier im vorderen Bereich meinen Max-Fan einschalten. Darüber ziehe ich dann halt die kühle Luft ins Fahrzeug rein. Und da vorne im Küchenbereich mache ich meinen Max-Fan an und stelle es auf Abluft. Dann ziehe ich also, wie gesagt, hier die Luft rein und da vorne ziehe ich sie raus und habe somit immer eine gewisse Luftzirkulation im Fahrzeug und somit heizt sich das Fahrzeug eigentlich von innen niemals so stark auf. Des Weiteren haben wir aber trotzdem noch mal hinten in dem Bereich, was ihr da seht, noch mal diese Truma Aventor Komfort verbaut, wo ich gerade schon darüber gesprochen habe. Die kann ich also auch komplett autark betreiben über den Wechselrichter. Hier vorne vor der Satellitantenne sehen wir noch den Pilz. Dieser Pilz ist im Prinzip für der Abluftpilz von dem Backofen, der Gasbackofen. Und daneben sehe ich dann auch noch mal, haben wir noch mal eine 5G-LTE-Antenne verbaut. Ja, das soll es erstmal hier oben zum Dach gewesen sein. Dann würde ich sagen, wir gehen mal runter ins Fahrzeug rein. Da gibt es also auch noch einige Sachen, die ich euch zeigen kann, beziehungsweise was wir geändert haben oder eingebaut haben. Und zwar haben wir hier unseren Servo. Mal gucken, sieht man sowas? Und mit 1, 2, 3, 4, 5 Temperatursensoren das Ganze. Da kann ich also meine Kühlschranktemperatur ablesen. Hier kann ich meine Gefrierfachtemperatur ablesen. Hinten das Elektrofach habe ich gerade schon angesprochen. Das kann ich also auch hier temperaturtechnisch überwachen. Ich habe unterm Fahrzeug noch einen Außenfühler und hier habe ich noch einen Fühler für die Sitzgruppe, also meine Lounge. Das kann ich also hier alles komplett abrufen
Und das Gleiche kann ich natürlich oder können wir auch, sofern der Kunde uns dazu natürlich befähigt, beziehungsweise uns da sein grünes Licht gibt, können wir das natürlich auch weltweit über die Antenne, die an dem Fahrzeug verbaut ist, die befindet sich übrigens hier unten drunter, ne? Da haben wir also auch unser, ja, machen wir eigentlich nur noch. Wir haben also nur noch den Nighthawk M5 im Programm, nichts anderes mehr. Es gibt auch kein, also ich kenne keinen einzigen Kunden, der sagt, das Ding ist nicht gut oder hat mir was anderes vorgestellt. Das Ding ist wirklich das Maß der Dinge im Antennenbereich und natürlich auch deshalb, weil es eben halt auch mobil ist. Ne? Ich kann es also einfach aus dem Schlitten rausziehen und dann kann ich es mitnehmen und bei Bedarf da wieder einsetzen. In dem Moment hat es dann wieder die Verbindung nach außen zu den Antennen. Also verbauen wir eigentlich nur noch. Ne? Ist also auch schon mehr oder weniger fast unser Bestseller geworden. In Verbindung mit dem Servo sowieso. Ne? Das Board haben wir komplett neu gemacht, haben wir auch komplett neu bezogen hier, ne, weil hier die anderen Knöpfe waren für die Ladeeinrichtung und auch für den Wechselrichter, mussten wir das einmal neu gestalten. Das haben wir einmal komplett hier so neu bezogen. Ist uns auch sehr, sehr gut gelungen. Das Ganze sieht auch optisch sehr ansprechend aus und haben jetzt hier an der Stelle halt unser Servo, 7 Zoll Servo Display positioniert. So, das dazu. Dann haben wir an dem Fahrzeug einen Kompressorkühlschrank verbaut. Hier war so ein Absorberkühlschrank drin. Und da ist es ja bekannt, dass wenn der längere Zeit, ja, ich sag mal, im wärmeren Gefilde steht das Fahrzeug, dass dann auch der Absorberkühlschrank anfängt zu schwächeln. Und vorbeugend hat der Kunde gesagt, ich möchte das nicht, der soll immer eiskalt sein, der soll immer super gut kühlen. Deshalb ist der Dometic-Absorberkühlschrank rausgekommen und dafür ein Dometic 12 Volt Kompressorkühlschrank reingekommen. Den Backofen oben haben wir gelassen. Ist natürlich hier auch von der Einbauform und oben von den Holzarbeiten, die wir machen müssen, ein bisschen umfangreich das Ganze. Ist uns aber auch sehr gut gelungen. Und wie gesagt, jetzt befindet sich hier also ein Kompressorkühlschrank drin. Hier drin haben wir auch nochmal, wenn man das zeigen kann, nochmal Temperatursensoren drin, die ich hier oben auf dem Display sehe. Ist auch schon richtig schön kalt hier in dem Kühlschrank. Da befindet sich also ein Temperatursensor, der Ruwi-Sensor, der dann halt die Kühlschrank-Innentemperatur misst. Hier oben habe ich noch einen im Gefrierfach drin. Der misst also die Gefrierfachtemperatur. Und dann habe ich einen, wie gesagt, hier in der Sitzgruppe. Der befindet sich hier oben drin oder hier oben dran, neben der Lampe. Da kann ich auch dann die Dings messen, die Temperatur hier im Wohnbereich messen. Einer befindet sich noch unterm Auto, der misst die Außentemperatur. Und den letzten habt ihr gesehen, der ist in dem Elektronikfach verbaut. So, was haben wir noch? Von innen sehen wir jetzt hier nochmal die Max-Fans, die wir verbaut haben, wie gesagt, zwei Stück an der Zahl, einer im vorderen Bereich, einer im Küchenbereich. Hier ist natürlich praktisch, wenn ich hier am Kochen bin, direkt im Prinzip über der Küche, über meine Kochmöglichkeit, kann ich die ganzen Dämpfe und Dünste, alles, was sich da im Prinzip beim Kochen ansammelt, kann ich hier drüber abziehen. Wir haben hier in dem Bereich dann eine Klimaanlage noch verbaut. Hier war also ein Max-Fan drin, Entschuldigung, ein Heki drin, 4040, das haben wir rausgenommen und dafür haben wir hier eine Truma Aventa Komfort eingebaut, die auch über den Wechselrichter läuft und natürlich auch eine entsprechende Netzvorrangschaltung hat. Das heißt, wenn das Auto am Netz angeschlossen ist, ist der Wechselrichter zweitrangig. Er würde sich dann automatisch über das Netz bedienen. Ja, hier war es ein bisschen fuckelig, weil wir mussten hier auch einiges kürzen. Das ist uns aber auch sehr, sehr gut gelungen. Und so, dass die Klimaanlage hier jetzt drin sitzt, im Prinzip, als ob sie ab Werk eingebaut wäre. So, das haben wir auch, das haben wir auch. Dann haben wir, was haben wir noch? Begrenzungsleuchten haben wir noch an dem Fahrzeug verbaut, aber wir haben hier bezüglich des Kühlschranks, haben wir das Außenfach bzw. den Außenzugang zu dem Absorberkühlschrank haben wir komplett gedämmt. Das kann ich euch aber einmal zeigen. Dann gehen wir einmal raus aus dem Fahrzeug. Wir können mal ganz kurz einmal hier auf diese Lektüre draufhalten. Das alles, was ihr hier seht, ist im Prinzip neu in das Fahrzeug verbaut worden. Da hat also der neue Eigner oder beziehungsweise der Auftraggeber einiges zum Nachlesen. Ne? Da haben wir nochmal die Netgear verbaut. Hier sind nochmal zwei Fernbedienungen, weil wir auch zwei Max-Fans haben. Hier ist die Steuerung von der Klimaanlage und so weiter. Ich kann euch dann noch einmal hier vorne das Fach zeigen. Und zwar das eben an die Seite. Einmal, zweimal. Das haben wir jetzt komplett gedämmt, weil es ist auch richtig schwer geworden jetzt hier. Das ist komplett jetzt zu, ne? Weil das hierüber eben halt ich jetzt nicht die kalte Luft in das Fahrzeug reinströmt. Auch das hier ist komplett gedämmt worden hier in dem Bereich, ne? Dass da alles zu ist. Die Steckdose hier, die haben wir gelassen.
Sobald das Fahrzeug am Landstrom ist, wie gesagt, könnte man auch über diese Steckdose verfügen und die Gasleitung und so weiter, alles ist dementsprechend auch angepasst worden. Und hier der Zünder und so weiter für den Gasbackofen ist hier drin jetzt im Prinzip komplett. Und wie gesagt, das ist jetzt hier richtig schwer geworden, weil es eben halt komplett gedämmt ist. Ne? So, das dazu. Ja, und noch die Begrenzungsleuchten, die kann ich auch noch mal zeigen. Beziehungsweise davor noch einmal hier vielleicht kurz hier in dieses Elektrofach reinhalten. Hier sind also auch noch mal alles, ja, noch mal zusätzlich abgesichert worden. Sowohl die Klimaanlage, die neu mit drauf gekommen ist, als auch die Waschmaschine können, wie gesagt, autark betrieben werden, sind hier drüber auch komplett abgesichert worden. Ne? Haben wir hier auch noch mal neu alles, ne? Kühlschrank, Heizung, Klima, Waschmaschine ist also komplett noch mal alles neu beschriftet worden. Das war hier alles drin recht spartanisch, so viel Sicherung war nicht drin. Wir haben eine ganze Menge FIs und auch Sicherungen noch mal ergänzt. Die Solaranlage haben wir hier oben drüber noch mal komplett angepasst und hier können wir auch den Solarstrom, der zur Batterie geht, auch noch mal komplett trennen. Ne? Das Servo haben wir hier noch mal komplett abgesichert über eine Sicherung und den Shunt für die Starterbatterie hier also auch noch mal. Ne? Ja, so sieht das aus. Dann gehen wir mal weiter. Dann will ich euch noch einmal kurz hier die Begrenzungsleuchten zeigen. Das ist wahrscheinlich so, wie es ausschaut. Ja, ich sag mal, die primitivste Arbeit hier ist vielleicht auch so, aber ihr müsst euch vorstellen, hier unten drunter war eigentlich alles ausgeschäumt oder ist alles ausgeschäumt. Also hier ein Kabel durchzuziehen und aufzulegen, mein lieber Mann, das war ein bisschen heikel. Aber gut, es funktioniert. Ja, haben wir alles, ne? Oder fällt dir noch was ein? Haben wir alles, ne? Haben wir alles. Ja, wunderbar. Ja, so sieht's aus. Ich kann meinen Jungs wieder nur kräftig auf die Schulter klopfen. Sieht ganz, ganz toll aus, die Anlage. Und ja, funktioniert auch alles. Wir machen jetzt noch die Restarbeiten und dann hoffe ich, dass das Fahrzeug Anfang nächster Woche ausgeliefert werden kann und dass der Kunde dann halt seine Urlaubsfahrt bzw. eine längere Reise, ist ja mittlerweile kein normales Wohnmobil mehr, ist eigentlich ein Lebensmobil geworden, halt eine schöne Zeit mit dem Fahrzeug verbringen kann. Wir sind auf dem Fahrzeug aufgeschaltet, wir können also jederzeit auf das Fahrzeug schauen, wie der aktuelle Stand ist, was macht die Solaranlage, was machen meine Batterien, wo befindet sich das Auto, das können wir also auch sehen, sofern der Kunde uns natürlich dazu berechtigt. Er kann natürlich auch verschiedene Sachen auch an Berechtigung uns wegnehmen. Es gibt also mehrere Zugriffsmöglichkeiten auf das Fahrzeug. Es gibt also eine volle Kontrolle. Es gibt auch eine Teilkontrolle, wo eben halt der Eigner sagen kann, die und die Position, das möchte ich dir also nicht zeigen oder nicht übermitteln. Und alles andere kannst du gerne. Also auch das ist bei Victron möglich. Bei dem Fahrzeug oder bei fast allen Fahrzeugen haben wir eine volle Kontrolle, dass wir wirklich alle Komponenten online überwachen können, steuern können, programmieren können und so weiter. Das funktioniert also alles jetzt auch mittlerweile wunderbar. Ja, so, das soll es gewesen sein von uns. Habe ich den Multi Plus erwähnt? Habe ich, ne? Auch hier oben, dass wir den hier schön eingefasst haben. Schau mal, wie schön das aussieht. Kannst du mal näher ranhalten hier mit dem, ne? Da haben wir also schön hier, erst war es gedacht, hier das Regalsystem einfach da wegzunehmen komplett. Und dann haben wir jetzt das Regalsystem hier schön integriert, das heißt, beziehungsweise den Multi Plus hier schön integriert. Und der Kunde kann also hier auch nochmal über sein Regalsystem links und rechts auch noch verfügen. Und wie gesagt, es sieht auch sehr schön aus, weil es einfach ein geschlossenes Bild ist. Ne? So, das soll es gewesen sein von uns. Spiegel an Spiegel an der Wand. Wer baut das schönste Fahrzeug im ganzen Land? Das müsst ihr entscheiden, wer für euch eben halt euer Lieblingseinbaupartner ist. Wir geben uns natürlich jeden Tag Mühe, wirklich solch eine schöne Arbeit hier hinzulegen. Und ich finde, auch bei diesem Fahrzeug ist es uns außerordentlich sehr gut gelungen. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund, alles Gute, euer Carex-Team.